Hallo, da sind wir wieder bei den Top 100. Ein allerletztes Mal hier aus diesem kunterbunten Studio. Und nicht aufgrund der vielen Farben vom Studio wird es eine bunte Sendung. Nein, heute ist auch noch alle Farben zu Gast. Außerdem kommt noch Lupit, eine Band, die aus der gleichen Stadt kommt wie ein großer Moderator. Ich sag's mal so, es ist Jan Köppen. Die kommen alle aus Gießen. Sonst gibt's hier wieder viel zu gewinnen. Wir haben ein paar Verlosungen am Start. Und dann machen wir auch ganz klassisch weiter mit Charts. Und da steigen wir jetzt ein mit der 92 und Zane mit Let Me. Baby, let me be your man. So I know the thing that you like. I know the way that you move. Be making love the first night. Boom, boom, back, back, boom. Hey, hey, big up my jeweler. Big up my 4-5. Big up my Ruger. Hey, big up the bad bitch. Cause they treat me like King of Zamunda. Gitarren und Synthi-Musik zu verbinden, das schafft eine Band, die heute hier zu Gast ist, und zwar ist das Lupit. Und ich lass sie mal rein, die Jungs aus Gießen. Am Ende des Tages. Hello, 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 hello. Einer fehlt noch. Ach Mensch. Dann mache ich auch hier die Runde, ne? Hallo. Ja, habe ich was angefangen? Oh nein, hallo. Schön, dass ihr aber da seid. Das ist auch so ein Klassiker, ne? So. Oh Mann, ist unangenehm, ja. Ne? Aber vielleicht machen wir jetzt ein Foto. Aber lieber so rum als andersrum, oder? Ja, also ich find immer schön, wenn man sich drückt. Ja. Okay. Sehr gut. Setzt euch doch. Jetzt. Yes. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, ihr kommt aus Gießen. Was, ja. Was hält euch denn da? Naja, wir kommen da halt alle her und wir sind da zur Schule gegangen, haben da unser ganz soziales Umfeld und bis jetzt funktioniert das irgendwie noch ganz gut und das Pendeln nervt uns noch nicht zu krass und deswegen irgendwie... Also ein Umzug ist nicht in Planung? Noch nicht, ne. Na gut. Und wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Also wenn man es jetzt schnell machen würde, Deutschpop, aber dadurch, dass eben Pop mittlerweile einfach so ein riesen Ding ist und die Grenzen auch so verschwimmen. Ja, mittlerweile gibt es nicht mehr nur eine Musikrichtung. Ja, so, ne, so wo hört Pop auf und fängt Schlager an? Oder wo hört Pop auf und fängt Hip-Hop Frag an? Frag 10 Leute, eben. Du kriegst ja. Dann Antworten. Genau, deswegen machen wir deutschen Pop und versuchen so einen Mix zu machen aus zum einen organischen Instrumenten wie Klavier, weil ich da sehr viel drauf schreibe. Und dann aber eben sowas reinzubringen wie Synthes und auch ein bisschen beatlastig. So. Nochmal so ein Hauch, was gerade alle machen, ne? Ja. Ihr habt ein Feature mit Majo auf eurem Album. Wie kommt der denn jetzt dazu? Das ist ja schon irgendwie dann eine Spur krasser, sag ich mal. Wie ist das passiert? Dachte ich so, was denn nochmal was ganz anderes? Oder? Ja, wir hatten schon länger irgendwie den Traum oder den Wunsch, mal so ein Rap-Feature zu machen. Und da ich bei Warner Chappell im Verlag bin und die Hip-Hopper da auch alle im Verlag sind, hat sie natürlich total angeboten. Und dann wurde Majo angefragt, hat zwei Songs von uns gehört und war sofort, also sofort gefeiert und hat gesagt, hat er Bock drauf. Ja, und für uns war es natürlich auch so, so ein kleiner Ritterschlag, ne, wenn jemand aus der Szene sagt, ey, ich feiere die Texte, das geil. Ist einfach immer, dass man es nochmal würdigt, ne, und auch für andere Musikrichtungen offen ist. Total, so. Ja. Cool. Ihr habt noch ein Feature auf eurem Album, das verraten wir jetzt nicht, wer es ist, denn man kann was gewinnen. Die CD steht gerade noch nicht hier, die reichen wir gleich rein. Und zwar dreimal können wir euer Album, glaube ich, raushauen. Ja. Ne? Dazu müsst ihr uns sagen, wer denn noch als Feature-Gast auf dem Album ist. Schreibt es einfach in die Kommentare oder haut den Hashtag MTVTop100 raus und schreibt uns, wer das Feature ist. Und dann könnt ihr Besitzer einer signierten, die kriegen wir noch signiert, ne? Ja. Signierten CD sein. Und jetzt haben wir so viel über den Song geredet, am Ende des Tages. Und dazu gibt es ein Video, ne? Ja. Schauen wir uns das auch mal an als Neuvorstellung. Ende des Tages bleiben wir
verschwunden, Tage und Sekunden, doch wir stehen noch immer, waren immer verbunden, überqueren den Himalaya, starten von ganz unten, alles überwunden, haben uns gefunden, jeder zieht am gleichen. When the final curtain falls, we can say we did it all, the never ending of a perfect day. Can't stand still, I won't slow down. Wir machen weiter mit den Top 100. Lupe ist zu Gast und ich oder wir wollen euch schnell kurz kennenlernen. Ja. Wir machen eine Schnellfragerunde. Seid ihr bereit? Jawohl. Jawohl. Okay. Dann geht jetzt hier los unser Warm-up. Okay, Pop oder Rock? Pop. Pop. Füchse oder Wölfe? Wölfe. Was bleibt am Ende des Tages? Beziehung. Das beste Mittel gegen Lampenfieber ist? Ich habe noch keins gefunden. Worüber streitet ihr innerhalb der Band am ehesten? Zu spät kommen. Wer ist der Frauenheld bei Lupit? Der Tobi. Ja. Und wer ist das Partytier? Das kriegen wir alle ganz das gut. Kriegen wir alle. Wann seid ihr das erste Mal richtig abgestürzt? Boah. Das letzte Mal. Letzte Woche auf einem Junggesellenabschied von einem Kumpel. Liebe Grüße und alles Gute für die Hochzeit an dieser Stelle. Das war das Warm-up. Sag mal, spricht jemand von euch Französisch? Nee. Drei Wörter vielleicht. Wow, da seid ihr mir vielleicht alle keinen Schritt voraus, weil ich hätte euch jetzt gefragt, was denn auf Französisch heißt. Ich spreche kein Französisch. No. Je ne... Warte mal, irgendwas mit... Je ne sais pas. Je ne ist schon mal super. Ja, je ne pas... je ne pas... Français. Ja, super, da haben wir es doch alle stark zusammen jetzt Markus geschafft. Markus hat aber bei uns auch wirklich, glaube ich, so das beste Allgemeinwissen. Also, danke, da, Markus. Schön, dass du wieder da das hast. Der neue Song von Amika heißt so, wir haben es jetzt alle zusammen irgendwie rausgehauen und den finden wir auf der 68. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt, um uns über 1000 Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français. I want you to stay. I want you to stay. Below you, don't want me. Girl, I can't you. Ihr habt ja vorhin schon leicht durchschimmern lassen im Warm-up, dass ihr Wölfe sehr gerne mögt. Ne? Wir können auch mal hier noch das CD-Cover anhauen. Sehen wir das in der Kamera? Jedenfalls, auf diesem Cover finden wir ja auch einen Wolfskopf. Ja. Also seid ihr echte Wolfsfans? Wie ist es dazu gekommen? Das kam eigentlich daher, dass ich, bevor Lupit entstanden ist, hatte ich ein Solo-Projekt unter meinem Namen und ich heiße tatsächlich Tobias Hund. Und wir hatten so die Idee, dadurch, dass ich schon unterwegs war und uns Leute kannten und die Musik, der Musik gefolgt sind, hatten wir so den Wunsch, einen neuen Namen zu kreieren, der aber irgendwie noch so einen Link zu dem alten hatte. Und dann sind wir vom Hund zum Lupus. Das wäre meine nächste Frage, ob es dann doch ein bisschen vom Wolf abgeleitet ist. Ja, genau. Doch, und dann irgendwie haben wir so ein Kunstwort daraus gemacht. Ja. Mensch, das ist mal kreativ. Wie steht ihr denn so zu Wölfen? Seid ihr dafür, dass die wieder nach Deutschland zurückkommen, dass sie wieder eingesiedelt werden? Ja, das ist so ein schwieriges Thema, ne? Auf jeden Fall.
Wir brauchen eine ganz natürliche Nahrungskette hier. Ja. Es muss doch, ich meine, es gibt so viele Rehe, die haben ja gar keine Feinde. Okay, so sollen wir es jetzt vielleicht nicht meinen. Okay. Was brauchen die Rehe, Freunde, wenn sie den Patrick haben? So. Mensch, also für die Wölfe wäre es dann auf jeden Fall hier ein Futterparadies, um mit deinen Worten zu sprechen. Wer gerade auch übers Paradies singt, ist George Ezra auf der 35 Paradise. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Beautiful tonight. Stars on the roof, they're matching with the drool. Damn, I be going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the bozos. I be going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds. Und weiter geht's mit den Top 100. Lupe, die Wölfe sind bei mir hier am Start. Wir haben ja vorhin schon eure neue Single reingehört, Am Ende des Tages. Und auch schon über Mado geredet und gesagt, dass es ja recht ungewöhnlich ist, dass er so dabei ist. Wie steht ihr denn sonst so zu Hip-Hop? Oder seid ihr irgendwie in einer Hip-Hop-Sozialisation, dass ihr sagt, okay, jetzt mehr davon? Also ich höre tatsächlich, oder wir eigentlich, extrem viel Musik und tatsächlich auch Hip-Hop. Und gerade auch beim Trainieren und so finde ich das... Das macht einfach extrem Bock. Und man hat ja manchmal auch so das Gefühl, es wird... Willst du mal kurz irgendwie hier? Ja, also nee, ich glaube, finden wir alle Hip-Hop irgendwie cool, ja. Und hattet ihr vor Marjo dann irgendwie ein bisschen Angst? Ne? Er soll ja breiter sein als zwei Türsteher. Wie war das? Angst jetzt nicht. Aber als wir ihn getroffen haben, ich war zumindest sehr, ich habe ihn ja in Duisburg dann im Studio getroffen und ich war zumindest sehr so interessiert und war wirklich gespannt, ihn zu treffen und was tatsächlich so hinter diesem Marjo für eine Person steckt hat. Ja. Ja, cool. Aber von euch ist keiner auf die Idee dann gekommen, jetzt auch noch Rapper zu werden, oder? Markus, glaube ich, ne? Ich bin noch am Überlegen. Ah, okay. Wir schauen uns jedenfalls jetzt noch eine weitere interessante Kombi an. Und zwar ist das der Journalist Roots und Motrip. Die haben was zusammen gemacht. Ich glaube, Motrip hat mehr geliefert, um also ganz neutral was zu sagen. Immer wieder finden wir auf der 29. Fühl mich wie neugeboren, wenn es mich wieder erwischt. Alles beginnt von vorn, ich verlieb mich wieder und wieder in dich. Hin und wieder geh ich fort, geb dir mein Wort, wir verlieren uns nicht. Und alles beginnt von vorn, ich verlieb mich wieder und wieder in dich. Immer, immer, wieder, wieder, immer, wieder neu. Immer, wieder, immer, 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 wieder neu. Immer, immer, wieder, wieder, immer, wieder neu. Heute bin ich down mit den Models und den Reichen. Kann euch nicht vertrauen, denn ihr gönnt mich, ja, ich weiß es, ja. Ihr wolltet mich beklauen, steckt jetzt tief in der Scheiße, ja. Dann sagst du nur, du auf meinem Aschenbecher, Baller wie ne Bazooka, du Taschenmesser. Böses Studio, dicker, pick dein Setup, ja, ich geb mir nur noch Balenciagas Wetter. Alexander Wayne, für die ganze Gang, mach'n Faxen, dann lass ich dein Auto sprengen. Was für Fame, seid mir eigentlich fremd, doch die tun so, als würden sie mich lange kennen. Eine Million, eine... Wir stellen gerade mit Erschrecken fest, das ist unsere letzte gemeinsame Moderation hier. Jemals. gleich kommt dann alle Farben, aber vorher schauen wir uns noch auf euren Insta-Kanal an, okay? Ja, wir können jetzt eh nicht Nein sagen. Das stimmt. Los geht's mit Behind the Post. Was fällt euch denn dazu ein? Was ist da passiert, Markus? Da hat wahrhaftig ein Bekannter von mir, ein kleiner Junge, der Janne, der ist 12 oder 11, er hat dieses Bild gebaut für uns aus Lego und hat mir das gezeigt und ich habe gesagt, oh, das ist ja so geil, ich muss unbedingt ein Foto machen und den Jungs schicken. Aber ist es nicht in euren Besitz übergegangen? Nee, noch was? Nicht. Als würde ein Junge Lego verschenken.
Ja, und ich, aber das Geilste ist ja die Frage eigentlich, bist du ein Astronaut, Tobi, oder irgend so, ne, ist ein Kommentar. Oh Mann. Guck mal, Lea auch. Und im Hintergrund finde ich auch super, das ist jetzt das neue Band-Logo, nehme ich an. Udo oder so, könnte das auch sein. Lupin steht da. Ja, ja, man, super, man kann es ja ahnen. Ganz klares Logo, das ist ein Statement. Ja, das ist auch jetzt unser neues Backdrop. Ja, ich finde auch, da sollt ihr auf jeden Fall einen Banner für die Tour irgendwie fertig machen. Was steht denn generell 2018 an bei euch? Genau, wir versuchen tatsächlich noch so viel zu spielen, wie geht. Versuchen oder werden noch ein paar Sachen im Sommer spielen. Und dann kommt im Herbst die Tour, wo wir auch in Berlin sein werden. Also im Herbst sehen wir uns dann wieder hier. Nicht hier, es ist ja das letzte Mal in diesem Studio, im neuen Studio dann bestimmt. Richtig. Die CD, das Album, ist am letzten Freitag rausgekommen. Bis dahin könnt ihr ein bisschen die CD anhören und dann im Herbst einfach Tickets für die Tour holen. So ist es. So soll es sein und so ist es. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns jetzt Vincent Weiss an, der ja den Best German Act EMA bekommen hat. Und an Wunder ist seine neue Single und die finden wir auf der 18. Ey, warum willst du nicht sehen, dass wir alles sind, was uns reicht? Ey, es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir wissen eigentlich, wie es besser geht. Ey, dann wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Weiter geht's mit den Top 100 und wir machen jetzt weiter mit dem EDM-Durchstarter der letzten Jahre überhaupt. 4-mal Platin hat er abgeräumt, 6 Goldauszeichnungen. Er ist quasi der deutsche David Guetta, vom Erfolg her jedenfalls. Hier ist alle Farben. Ich lasse ihn jetzt auch rein. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt haben wir wieder, geben wir uns die Hand, drücken uns. Oh Mann, wir drücken uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich mache ein Foto von dir. Ja. Du stehst hier schon so optimal in Fotopose. Okay, und? Ganz wichtig, die Katze mal blitzen lassen, ne? Oh. Und jetzt ist es so auf dem Foto, Mann. Ja, stinksauer, hast du mich eiskalt ausgetrickst. So was. Ist es für dich okay, dass ich dich mit der deutsche David Guetta ankündige, oder? Ist vom Erfolg her natürlich toll. Lassen wir es dabei. Ist es denn irgendwie so, ist David Guetta so in der EDM-Szene sowas wie der Bayern München, wo man denkt, ach, der kauft sich wieder irgendeinen Künstler dazu und dann passt das schon, oder? Ach, nee, ich glaube, also ich ist nicht ganz so meine Musik, muss ich gestehen. Aber der macht das schon, glaube ich, ganz richtig. Also Bayern gewinnt ja auch immer. Also, ne, jetzt, wann ist es? Am Samstag? Ist nicht Samstag schon wieder Spiel? Da bin ich raus. Fußball, da sind wir jetzt nicht bei. Wir sind bei Musik. Genau. Und bei dir läuft sie auch ziemlich gut, das kann man ja gar nicht anders sagen. Ja, fantastisch. Hast du da für dich über die Jahre eine Erfolgsformel entwickelt, wo du sagst, ey, ich mache es so und dann bin ich schon wieder in den Charts dabei? Nee, ich hab die Flops kriegt man ja gar nicht mit. Aber also okay. Ich habe auch rumprobiert. Also es ist nicht alles gelungen immer. Aber ich glaube, ich habe so einen guten Weg gefunden. Also mit den Erfolgen wächst man und denkt, okay, gut, so kann man was machen. So gefällt es auch den Leuten, so gefällt es mir. Ja. Mensch, ey, das ist ein super Weg. Wir sind alle zufrieden und Flops kriegen wir, wie gesagt, keine mit. Also ob da welche sind, wunderbar. Lassen wir jetzt mal so alles richtig gemacht. Du bist ja quasi jetzt auch zum Popstar geworden, obwohl du ja ursprünglich Producer warst, bist. Genau. Und wie ist es für dich? Weil normal ist ja immer so, okay, ich möchte nicht im Rampenlicht stehen, ich mache mal was hinten rum. Mittlerweile cool? Genieße ich es, mittlerweile finde ich es gut. Es macht mir Spaß, also es macht mir Spaß, rumzureisen und meine Musik zu präsentieren. Also ich habe angefangen im kleinen, dunklen Club in Berlin und jetzt stehe ich auf den großen Bühnen. Und das ist ein toller Weg, der macht richtig Spaß, kann ich sagen. Dann einfach da weitermachen, würde ich sagen. Und wir hören uns jetzt ein altes, neues Lied von dir, alt wollte ich schon sagen, Little Hollywood hören wir uns an. Featuring Yannick, ja, alle Farben, featuring Yannick. Viel Spaß. Little Hollywood.
Auch alle Farben wollen wir besser kennenlernen. Also machen wir auch eine kleine Schnellfragerunde mit dir. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann ist hier unser Warm-up. Was ist der Unterschied zwischen Techno und Elektro? Techno ist schneller, härter. Elektro ist 80er Jahre Breakbeat. Was trinkst du beim Auflegen? Wasser, Bier. Wann gehst du unter der Woche ins Bett? Um eins. Welchen Luxus leistest du dir, seitdem du mit der Musik so gut läuft? Ich ernähre mich Bio. Wow. Legst du lieber auf oder gehst du lieber selber feiern? Ich leg lieber auf. Müssen gute DJs auch gute Tänzer sein? Nicht unbedingt, aber es ist nicht schlecht. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn DJ auch gut tanzen kann. Was machst du, wenn ein Song von dir im Radio hörst? Laut aufdrehen. Das war das Warm-up. Wir haben ja gerade noch kurz von David Guetta gesprochen. Er hat auch einen neuen Song. Ja. Deine Musik ist es nicht. Nicht ganz, nein. Wir hören uns trotzdem an. Er ist auf der 12 mit Sean Paul und Becky G, Mad Love. Da sind wir wieder mit alle Farben bei den Top 100. Und wir haben eine Frage reingekriegt von der Jule. Ja. Sie möchte wissen, was dich zum Lachen bringt. Was bringt mich zum Lachen? Ja, doch, vieles bringt einfach mich zum Lachen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich lache gerne und ich bin auch gern sarkastisch. Darum, ich glaube, es gibt viele Situationen, wo ich gerne lache. Das ist schön. Und sie will auch noch wissen, ob es etwas gibt, was du immer vor einem Auftritt machst. Ja, es ist sehr komisch, aber ich trinke meistens einen Ingwertee. Also, okay. Es ist so ein... Also die Stimme zu ölen. Genau, ne? Ja. Die Stimme. Aber siehst du dich denn eher als DJ oder als Producer? Ich glaube, das ist das Gesamtpaket. Ich kann mich gar nicht so... Ich könnte mich nicht Beides. Entscheiden. Beides. Ich habe in Auflegen angefangen, aber ich bin groß geworden mit dem Producing. Also, die Mischung macht's halt. Die Mischung, ne? Macht's, genau. Und ich meine, das sind ja schon krasse Arbeitszeiten, so gerade so Festivals und so. Wie hältst du dich wach? Trinkst du Ingwertee en masse oder gibt es da einen Trick, eine Formel? Die Formel ist zu schlafen immer, wenn du kannst, zu essen immer, wenn du kannst und auf Klo gehen immer, wenn du kannst. Also man sollte Dank. Seine Gelegenheiten nutzen, dann ja. Klappt das auch mit den Festivalnächten. Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Gewöhnung. Ich glaube, am Anfang hat es mich noch ein bisschen stärker gefordert und jetzt kann ich sagen, okay, passt. Ich schlafe halt nur 3-4 Stunden und nächste Nacht schlafe ich halt wieder länger. Hast du dann so einen Wochenrhythmus, dass du sagst, okay, unter der Woche muss ich derbe viel schlafen und am... Nee, gar nicht. Das gibt's gar nicht so bei mir. Ich
wie gesagt, ne, schlaf, wenn du kannst. Also wenn man einen Flieger eine Stunde hat und man hat irgendwie einen Auftritt, dann sollte man nicht am Handy spielen, sondern einfach mal die Augen schließen. Das erledigt sich dann von selbst und schläft ein. Ich meine, es klingt ja ganz logisch, ne? Öfter mal das Handy weglegen und so ein kleiner Powernap. Wie wär's das, Leute? Ja. Was war denn der exotischste Ort oder ja, Land, wo du mal gespielt hast? Ich fand Thailand schon exotisch. Kuala Lumpur, Singapur sind Länder, die für uns jetzt exotischer klingen. Das ist auf jeden Fall auch schön, ja, da aufzulegen. Das glaube ich, ne? Mit so ein bisschen Beach-Feeling oder was? Wie, ja, nicht unbedingt. Doch, das gibt es natürlich auch. Aber ich finde es im Dschungel noch viel interessanter. So wirklich so eine kleine Bühne mitten im Dschungel, das ist geil. Okay, das ist abgefahren, ne? Wie sieht's aus? Israel. Hast du schon in Israel mal gespielt? Ja. Wo? In Israel habe ich in Tel Aviv zweimal gespielt. Nee, letztes Jahr einmal und davor schon dreimal. Ach Mensch, also Israel quasi zu Hause. hat dir das gut gefallen? Ja, definitiv. Soll die Leute, eine mega Partystadt sein. Ist eine tolle Partystadt und die Leute feiern einfach toll und sind ausgelassen und die genießen die Musik. Also, ja, Dennis Lloyd kommt ja daher, der auch gerade in den Charts ist, ja, mit Wankelmuth. Kennst du Wankelmuth? Bist du klar, mit dem? Den kenne ich. Und ist das deine Musik? Oder? Wankelmuth, ja, ja, auf jeden Fall. Super, dann hören wir uns Dennis Lloyd und Wankelmuth auf der 10 an mit Nevermind. Without a follow, without a mention, you really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends, high school pics. You was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Post talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. Da sind wir schon wieder. du, sag mal, hast du eigentlich Kontakt zur Berliner Hip-Hop-Szene? Eher nicht. Ich versuch's trotzdem mal, kennst du Marvin Gaye? Nein. Ist ja gar nicht schlimm. Kenn ich nicht. Der war aber letzte Woche hier zu Gast und hat eine Frage für dich dagelassen. Ja, sehr gut. Dann gucken wir uns mal an. Was los, Baby? Mein Name ist Marvin Gaye und ich wollte von dir gerne wissen, ob du genauso fest davon überzeugt bist wie ich, dass es definitiv außerirdisches Leben gibt, außerhalb von diesem Planeten. Ja, was sagst du dazu, Franz? Ich bin nicht ganz überzeugt, aber warum nicht? Ich bin da offen. ich bin nicht ganz überzeugt, so wie du, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Ich meine, wir können gar nicht so weit gucken, wie es irgendwie Leben gibt vielleicht. Und darum würde ich das eigentlich mit Ja beantworten, aber ich bin nicht ganz überzeugt wie du. Und angenommen, da ist jetzt so ein kleiner Außerirdischer, wie würdest du den überzeugen, bei uns hier auf der Erde zu bleiben oder besonders schmackhaft zu machen? Ist schwierig hier auf unserer Erde, finde ich. Das finde ich auch, man verliert schnell den Glauben an alles, aber Drake hat ein ganz schönes Video dazu gemacht, dass man irgendwie doch nochmal an das Gute im Menschen glaubt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir gucken uns God's Plan auf der 8 an, ein ganz schönes Video mit netten Menschen. Freudigen Menschen. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. Weiter geht's mit Alle Farben und meiner Wenigkeit hier bei den Top 100.
Wir fangen direkt jetzt nach der Werbung mal mit einer guten Sache an. Und zwar kann man dich sehen in Hamburg. Ja, sehr gut. Am 26.08. Und dafür haben wir Tickets. 5x2 Tickets verlosen wir. Und zwar ist das eine 6-Stunden-Session. Das heißt, ich werde 6 Stunden an den Tables stehen, zusammen mit Sängern und Trompete. Also nicht verpassen auf jeden Fall. Und wir verlosen auch noch. Genau, das könnt ihr gewinnen, indem ihr uns sagt, mit wem er hier alle Farben letztes Jahr auf Tour war. Also einfach wieder in die Kommentare hauen oder den Hashtag MTV Top 100 nutzen und dann könnt ihr in Hamburg dabei sein. Also tut's einfach. Top. Und Marvin hat auch noch eine Frage an dich. Ja. Mit welchem Produzenten oder Sänger würdest du gerne mal was zusammen machen? Ich würde gerne mal mit Erlen Oy zusammenarbeiten. Den kennt man besser von The Whitest Boy Alive oder Kings of Convenience und ich finde, der ist ein super toller Songschreiber und ich könnte mir toll vorstellen, mit dem mal einen Song zu machen. Dann kann er sich gerne jetzt mal melden. leider hat er mir schon abgesagt. Aber es kommt vielleicht noch. Also nach diesem Aufruf, es ist nicht zu spät. Ja, die Fußball-WM steht vor der Tür. Ja. Du bist nicht sonderlich fußballverrückt oder sieht das bei der WM nicht, anders aus? Nein, ich bin nicht fußballverrückt, das stimmt. Ich finde den Enthusiasmus der Leute mal toll, weil ich finde es toll, sich für eine Sache so zu begeistern. Aber ich habe gar keine Ahnung, ich kenne keinen Spieler, also das ist schwierig. Okay, und du schaust dir dementsprechend auch nicht die WM-Spiele an oder so? Nee, also wenn es irgendwo läuft und jemand irgendwie mich mitzerrt, dann bin ich jetzt auch nicht der Muffel. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh Gott, sondern ich würde es einfach nie gezielt gucken. Man kann zum Beispiel, wenn ein Deutschlandspiel ist oder so, kann man in den Park gehen und der ist leer, obwohl die Sonne scheint. Also super. Der Tipp für alle Fußballmuffel, einfach in den Park gehen, wenn Spiele laufen. Aber jetzt geht es ja wieder um die Musik. Der Jason Derulo hat den WM-Song gemacht. Würde eine WM-Song-Anfrage mal für dich kommen? Was würdest du da sagen? Ich würde es machen. Also, auch da wird es warum ja denn nicht? Einfach nur wegen dem Enthusiasmus für die Leute. Dieses Jahr geht der WM-Song noch an Jason Derulo mit Colors. Sehen wir ihn als Neuvorstellung. Hey. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag. Weiter geht's hier mit uns. Du hast ja immer auf deinen Singles sehr ausgewählte Gäste, ja. Sänger. Weißt du schon, während du den Song produzierst, hey, der Song geht nur mit der Stimme, oder? Nein, zum Glück war das immer so. Die Leute, die mit einem Song geschrieben haben, haben mir auch meistens die Stimme für den Song geliehen. Das war bis jetzt viel Glück dabei. Bei meiner aktuellen Single Holy mussten wir leider ein bisschen länger suchen. Okay. Hat dann aber trotzdem geklappt. Aber so eigentlich die meisten Stimmen hat einfach immer schön gepasst. Es war von She Moves mit Graham Candy ein Zufall bis hin halt zu Little Hollywood war es immer schön. Irgendwie es waren Leute auch, mit denen ich viel zu tun hatte, auch auf Tour war. Und würdest du sagen, die Stimme ist das Ausschlaggebende dafür, dass der Song ein Hit wird? Oder sagst du, okay, wenn die Beats und alles drumherum stimmt? Die Stimme ist schon wichtig. Also denke ich und finde ich auch. Und ich glaube, der Erfolg gibt mir auch recht, dass eine spezielle Stimme oft auch zum Erfolg geführt hat. Das stimmt. Ich meine jetzt, das DJ-Kollektiv Rudimental, die haben sich auch ein paar wundervolle Stimmen zusammengesucht. Ja. Und zwar Jess Glenn, Macklemore und Dan Kaplan mit These Days auf der 5. Ganz viele wunderbare Stimmen. Ja. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn. You were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are. And that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. Or I'll try to forget.
fresh trim. Share my Colgate teeth. Yeah, they're looking at me. Saying, can I get a pic for the gram? Just like AJT. No wonder they hate on me. Cause I'm making these and you see these clothes. Yeah, I get it for free. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking. Ein allerletztes Mal zurück in dieses Top 100 Studio. Du bist dabei, wie aufregend. Ja. Bevor wir hier gleich den großen Abriss starten, erzähl mal, was steht 2018 an? Wo kann man dich sehen? Was sind die Highlights? Viele, viele Festivals in ganz Europa und neues Album hoffentlich. Hoffentlich schaffe ich es irgendwie fertig zu kriegen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus im Herbst. Knock also, on wood. Ja, ist immer so ein bisschen, wie viel Zeit habe ich. Es kommt noch eine Single, die ist schon fertig, diesen Ende Sommer. Das heißt, da steht viel an. Super, wann können wir das Video zu Holy sehen? Das kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen. Was? Da hast du mich jetzt überfahren. Bevor wir jetzt hier mit leeren Versprechungen weitermachen, packen wir einfach hier schon mal ein bisschen das Studio ein, würde ich sagen. Abrissparty jetzt? Ja, du, hier schnapp du dir schon mal eine Dose. Wir bauen ein bisschen um. Ich räume ein und gucke, was die Uli vielleicht nächste Woche hier schon gemacht. Neuen Studio gebrauchen kann. Und ja, wir hören uns jetzt noch Marshmallow featuring Annemarie an. Auf der 1 natürlich, Friends. Und wir machen hier Abrissparty. Mach's gut. Wie dein Logo, hier muss MTV hin. Musst du gerade halten. Ich bin auch noch Anfänger mit dem Sprayen. Boah, ich hätte nie gedacht, dass es so anstrengend ist. Ich dachte immer, es macht ein bisschen Spaß. Macht keinen Spaß, aber irgendwie ist es... Die Sprühkappen sind scheiße. Ja, sie liegt an den Sprühkappen hier. Scheiße. Ich pack wieder die Kiste, ey. Don't go look at me.